Leute, wir sind zurück bei Prince of Persia, The Two Thrones. Im letzten Part haben wir ein Reitminispiel gemacht und wir sind ein bisschen durch die Stadt gezogen und haben den Sandgeist kennengelernt. Mal gucken, was uns jetzt noch erwartet. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt, hoffentlich. Oh, was geht da ab? Warum tut ihr das? Wir haben nichts Böses getan. Spar dir dein Gejammer für andere auf. Ich sollte etwas unternehmen. Geh nur. Der Tod erwartet dich. Denen wird es recht sein. Warum hab ich immer recht mit dem Wachdienst? Bewacht diese ausgebrannte Hütte. Seid Verschwendung. So, vorsichtig. Oh, hier ist ein Sandportal. Ich sehe das schon, aber wir wollen erstmal weiter. Hui, das war knapp. So, beide Köpfe ab. Ich dachte, das sind Sandcredits, aber das war es dann wohl nicht. Ha! Wer hätte das denn erwartet? Ach, shit. Irgendetwas geht da unten vor sich. Was es auch ist, es geht weiter, bis du den Visier besiegt hast. Du kannst diesen Menschen nicht helfen. Dann beeilen wir uns. Doch, Prinz, du hättest diesen Menschen helfen können. Und den Visier erledigen können. Klar, der Sandgeist hat irgendwo recht. Das hört nicht auf, aber Menschen sterben lassen ist halt auch nicht das Wahre. Los geht's. Ich hab's verkackt, ne? So, ich hab's nicht verkackt. Wir können ja die Zeit zurückspulen. Ha! Nehmen wir das mit. Ihr habt 100 Sandkredite gewonnen. Ja, nice. Kann man machen. Schön. Oh, yes. Aua! Oh Gott, gehst du mir auf die Nüsse, Alter. Meine Waffe ist schon kaputt? Oh ja, komm. Oh, zerhack ihn doch einfach. Meine Güte, zerhack ihn doch. Wir werden hier sterben mit Pech. Na, geht doch. Oh, das kann doch nicht so schwer sein. Los geht's. Oh, die sind kacke. Genau deswegen, die sind halt richtig schlecht. Oh Gott, ja, komm. Ich hab keinen Sand mehr, wir sind am Arsch, Leute. Ich weiß ja gerade nicht, was ich machen soll.
Oh Gott, mir geht der Hund hinter mir richtig hart auf den Sack, ne? Oha! Einen haben wir. Wie wär's mal mit ein bisschen Sand, Bruder? Die hätten uns fast zu Hackfleisch verarbeitet. Oh, nö. Nö. Oh, ja. Danke, damit sind wir wieder voll. Das wurde auch bitter nötig. So, jetzt. Wir müssen gleich wieder zum Sandgeist werden. Ich hoffe, ich erinnere mich nicht falsch. Ja. So, diese Viecher nerven richtig hart, Alter. Als Sandgeist kommt überall Sand raus, ne? Ja, ist klar. Und vorwärts, Prinz. Schnell zum Palast und hol dir deinen Thron. Ich bin so schnell es geht. So. Das habe ich gut verkackt. Tja, da ist der Kopf ab. Den haben wir den Kopf kürzer gemacht. Perfekt. Hui. Okay, wir haben es geschafft. Babylons Verteidiger leben. Die Stadt ist noch nicht gefallen. Soll ich hier fortfahren, wenn ihr zurückkommt? Vielleicht weilt mein Vater unter ihm. Vorsicht. So, den hätten wir. Und den hätten wir auch. Oh Mann, dieses Schleichen ist halt echt nice, ne? Was ist das? Wer hat mir geholfen? Wer ist da? Ihr habt mich beschützt. Zeigt euch und mein Dank sei euch gewiss. Seltsam. Ich frage mich... Nein, es ist töricht, so etwas zu denken. Tja, irgendjemand hat uns gerettet. Wir gehen aber erstmal weiter. So, ich erinnere mich, das hier war ein bisschen schwieriger zu lösen. Sich beide im Schleichen zu holen, ist hier relativ schwer. So, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Meine Augen täuschen mich.
Auch echt jetzt, der hat den Bug, dass er jetzt die ganze Zeit im Kreis läuft. Oh. Wir haben beide erledigt. Mit Speedkills. Sehr nice. Die Dächer sind weg. In der Tat. Ein lästiger Umweg. Aber was soll's. Geh runter auf die Straße, dann suchen wir einen Weg, um zurück auf die Dächer zu gelangen. Für eine innere Stimme seid ihr sehr beharrlich. Nun, irgendwer muss entscheiden. Ich hab mich gerade selbst umgebracht. Ne, ich hätte springen müssen. Ich bin ja ein richtiges Genie. Na! Ach komm, da springst du schief, du Lappen. Oh, schön. Ich liebe das. Tja, das war's. Hättest du dich nicht umgedreht, hättest du leise sterben können. Aber nö. Ja, er lacht, ne? Und ich mach die ganze Arbeit. Ist klar, Buddy. Ich erinnere mich, dass hier gleich irgendwo noch das Lebensupgrade war. Das zweite. Genau, wir müssten gleich beim zweiten Lebensupgrade sein. Ich weiß wieder, wo das ist. Das ist nämlich hier. So, dann einmal. Das habe ich sehr gut gemacht. Leute, ihr seht hier ein Genie bei seiner Arbeit, ne? Lauf, Prinz! Nice! So, zweites Lebensupgrade. Jetzt müssen wir... Ihr kennt das ja jetzt vom ersten schon. Wir müssen da jetzt erstmal hinlaufen, ohne zu sterben. Wäre schlau, wenn wir nicht sterben würden. So, perfekt. Oh, Sandkredite. Nice. Die nehmen wir mal mit. So, dann einmal hier wieder hoch. Und da ist es. Das zweite Live-Upgrade. So, Vorsicht, einmal hochklettern. Kein Bock, von Pfeilen durchlöchert zu werden. Geschafft. Easy. Ich bin mir unsicher. Ich glaube aber, es gibt 5 Lebensupgrades. So, jetzt müssen wir erstmal wieder hoch. Nach hinten springen. Genau. Dann können wir nämlich hier wieder hoch. Und wir sind wieder zurück. Kriegen wir in diesem Part noch den ersten Boss rein? Ja, wir kriegen den ersten Boss rein, oder? Yes, easy.
Da ist er auch schon, ihr seht ihn. Soll ich nächstes Mal an dieser Stelle fortfahren? So, los geht's. Fällt mir gar nicht. Dieses Ding war einst ein Mann. Er war da, als Kailina starb. Sehr attraktiv. Na dann, der Boss wird mega scheiße, Alter. So, wir gehen als erstes mal hier hoch. So, einmal hier lang. Das habe ich gut gemacht. Alter, Prinz, was machst du da, Budi? Danke. Los geht's. Auf die Augen, Prinz. Er kann dich nicht töten, wenn er dich nicht sieht. So, damit haben wir ihm das erste Auge ausgestochen. So, dann einmal hier hoch. Und da lang. Oh yeah! Damit ist das zweite Auge weg. Gut, du hast ihn in Sicht genommen. Jetzt zwingen ihn in die Knie. Er hat uns volle Kante erwischt, ne? Nein, er hat uns schon wieder weggefetzt. Oh Gott, ja, Prinz. Roll einfach in die falsche Richtung rein. Er kann dich nicht mehr sehen. Geh rein und greife ihn direkt an. Ich bin doch schon dabei, Alter. Er wird uns umbringen. Das war's. Nice, den ersten Boss haben wir besiegt, sehr schön. Geil. Das hier kostet uns übrigens Zeit, hier müssen wir uns sehr, sehr beeilen. Scheiße. So, weil hier gibt's halt nichts zum Auffüllen, glaube ich. Puh, das war knapp.
Aufgeschreckt von der unerwarteten Aufmerksamkeit und aus Furcht, man könne ihn als Sandmonster entlarven. Komm, sammel! Die befreiten Bürger glaubten, er sei gekommen, um sie zu retten. Diese Menschen, seine Untertanen, lebten, obwohl sie hätten sterben sollen. Sein ganzes Streben hatte sich auf den Visier und seine Vernichtung gerichtet. Vielleicht wurde dem Prinzen nun gewahr, dass er einst für etwas anderes kämpfte als für die verlorene Ehre. Doch noch war es zu früh, dies zu sagen. Er ist immer ein Prinz. Er sollte eigentlich für sein Volk kämpfen und nicht für seine Ehre. Machst du Menschen auch nicht glücklich. Geschafft. Sehr gut. Sieh einer an. Fahrer! Woher kennt ihr meinen Namen? Ja, ich... Ich brenne auf deine Antwort. Ich hörte Geschichten. Wundersame Märchen über eine bezaubernde und tapfere indische Prinzessin. Sie kam nach Babylon, um einen bösen Wesir zu strafen, der ihr großes Leid zugefügt hatte. Oh, jetzt will sie uns sogar töten. Wie in aller Welt konntet ihr so lange überleben? Viel Glück, Fremder. Was für eine Antwort. Ach du meine Fresse. Dicker auftragen konnte er nicht, ne? Mit der indischen Prinzessin und so. Geil. Nächstes Mal weiter zu erzählen. So, weiter geht's. Das habe ich gut gemacht. So, die nehmen wir mal mit. Das war's. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen warten. Das war knapp, aber richtig. Sehr schön. Ja, Fahrer fragte, wie lange wir so lange überleben konnten. Ja, der Prinz ist schon seit 7 Jahren auf der Flucht. Das kannst du ja leider nur nicht wissen. Sie erinnert sich nicht an unsere Vergangenheit. Weil es nie geschehen ist. Du weißt, kein Sand der Zeit, kein Asad. Du bekommst den Visier, aber verlierst das Mädchen. Ohne sie geht es uns besser, oder hast du es bereits vergessen? Vielleicht helfen ein paar Pfeile deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Wir müssen sie einholen. Ich schätze, wir beide setzen ganz unterschiedliche Erwartungen in das Mädchen. Ja, das tun wir. So, das war's. Ich weiß nicht, ob die sich bewegen. Ja, doch, tun sie. So, einen kleinen Moment warten. Los geht's. Perfekt. So, jetzt warten wir hier, bis wir noch einmal im Kreis gelaufen müssen. Dann töten wir den einfach. Ich bin auch so ein richtiges Genie, oder Leute? Ihr wisst Bescheid.
So, und das war's dann für dich, Bruder. Ihr habt die Auge der Sturmsmacht erlangt. Nice. Jetzt können wir die Zeit verlangsamen. Cool. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Ich glaube, wir müssen wieder hier hoch. Aha! Ja, wie schnell der einfach mit dem Pfeilen schießen kann, ne? Oh, jetzt reicht's mir. Boah, geht ihr Typen mir auf den Sack, Alter. Hier ist der Schalter. Oh, nice. So, huh. Leute, dann werde ich den Part aber hier beenden. Der wird dann ein bisschen kürzer. Ja. Das soll es gewesen sein hier an der Stelle. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Prince of Persia Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Wir haben den Boss besiegt. Im nächsten Part geht's hier weiter. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann.